Yo, was geht ab? Nicht wundern, ich liege noch im Bett, weil heute haben wir echt ein geiles Video für euch. Es ist jetzt 11:11 Uhr, da Ayberk ja Moslem ist und er fastet heute. Er fastet schon die ganze Zeit. Und ich dachte mir als Nicht-Moslem, also als Inder, ich wollte schon immer wissen, wie das ist eigentlich zu fasten. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe so viele Freunde, die fasten. Ich habe mir echt einmal so Kopf gesetzt, so ey, Raja, einen Tag musst du auch mal ausprobieren. Wie ist das eigentlich, das mal zu machen? Und ich dachte mir, heute mache ich das und ihr seid mal alle dabei. Fasten, das Experiment. So eine auf den. Ich habe zuletzt gegessen um 23 Uhr. Gestern war das ungefähr 23 Uhr gestern. Und jetzt bin ich halt aufgewacht und werde halt nichts mehr essen, trinken bis 21 Uhr ungefähr, glaube ich, war das. Es gibt sehr viele, die gehen immer zu Sport. Ich will auch mal ausprobieren, was das ist. Wenn das zu hart ist, werde ich abbrechen. Und nach dem Sport werde ich Eibo abholen und dann werden wir den ganzen Tag chillen halt. Und ja, Leute, wir sehen uns dann gleich. Und ja, Peace. Ich habe mich fertig gemacht. Yesterday zum Sport, ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Eigentlich komisch, weil vor dem Sport esse ich immer viel, ein, zwei Stunden vor dem Sport. Aber ein bisschen komisch jetzt gar nichts zu essen, auch nichts getrunken. Aber naja, mal sehen. Wir fahren jetzt zum Sport. Ein paar sind auch schon da, die ihr kennt. Und ja, Leute, bis gleich. Bah. So, es geht. Bist du bereit oder was? Digga, bereit, Alter? Ich habe nicht mal trinken mit. Ich habe gar nichts. Ich darf nichts trinken, nichts essen. Was ich habe sagen? Vor dem Training nichts gegessen, Digga. Mula, 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 mula. Mula, 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 mula. Es bleibt alles easy, doch dann kommen die Zivis und dann ist vorbei. Mula, 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 mula. Zwischenstand, Digga, wie sieht's aus? Voll Durst, Digga. Durst? Hunger? Hm. Alles? Schon echt durstig, Digga. Mula, 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 mula. Bruder, du fliegst hoch, doch dann kommen die Kripos und das ist der Preis. Das Training habe ich abgebrochen, ich kann gar nicht mehr reden. Boah, ich bin echt kaputt. Ich habe Albo gefragt, ich darf Wasser an mein Gesicht machen, aber nicht, das darf nicht in den Mund kommen. Oh, es tut so gut, oh mein Gott, das tut richtig gut. Oh, ich musste echt abbrechen, weil wir haben echt noch einen langen Tag vor uns. Und es wird noch viel, viel schwieriger, glaube ich. Deswegen hole ich jetzt Albo ab und dann chillen wir ein bisschen. Bis gleich. So Leute, Albo müsste gleich da sein. Boah, es ist jetzt 21 Grad, immer noch nichts gegessen, nichts getrunken. Und nach dem Sport, das Problem ist, nach dem Sport habe ich immer so einen krassen Hunger eigentlich. Echt eine neue Erfahrung für mich, das ist einfach nur heftig. Kann mir einer verraten, welchen Film der Junge ist? Kennex in Paris. Er hat so 50.000 Abonnenten erreicht. Geht, Digga. Okay, ich frage mal ganz kurz nach, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Noch gut, wie geht's dir? Ich bin ehrlich, bisschen nicht gut. Digga, so ein Frisch. Essen ist nicht so schlimm wie trinken, ne? Essen ist okay, aber Essen ist auch schlimm bei mir. Du weißt, ich habe schlechte Laune, wenn ich kein Essen bekomme und so. Echt schlechte Laune manchmal. Trinken ist das Schlimmste. Vor allem, weil es immer im Sommer ist, Digga. Ganz teilig zu trinken, Digga. So geht's uns allen, Digga. Achso. Sie sagen, hä, mit dem Money. Alles für die Gang, Stapel Scheine in Lila. Überall nur Banken, OF, mein Fahrer Villas. Alles für die Gang, bleib ein Multikrimineller. Daytona Mafia Clan, Schüsse aus der Winchester. Es tut mir so leid, Mama, doch dein Sohn bleibt ein Verbrecher. Leute, wir sind auf jeden Fall gerade am Nachdenken, so was wir heute Abend essen sollen. Oh mein Gott. Und Raja sagt so, ja, wir holen uns später einen Döner-Teller und wenn nicht recht, holen wir noch einen. Warte, Digga, man denkt so, ich könnte jetzt so. Du denkst, du kannst fünf Bäge Döner-Teller essen, ne? Essen, ja, nein, aber. Ich hab, es ist jetzt, wir machen kurz ein Update, es ist jetzt 14.20 Uhr. Auf jeden Fall erstmal auf jeden Fall ein Like da lassen für Raja, also Respekt, dass er das überhaupt macht. Echt nicht verpflichtet. Er wollte einfach mal mitgucken, er ist mit der Kultur sozusagen zusammen aufgewachsen mit uns. Ja, mit den ganzen Kanaken zusammen aufgewachsen. Irgendein Kollege hat immer gefastet, aber ich war immer loyal. In der Klasse zum Beispiel, alle waren am Fasten und so und ich musste ja nicht fasten, aber ich habe so nie vor denen getrunken, weißt du? Die meinten immer zu mir, ah, Digga, trink, trink. Ich so, nein, Bruder, schock nicht und so. Bin ich mal um die Ecke gegangen, hab kurz was getrunken, dann wieder gekommen und so, weißt du? Also sowas ist scheiße sonst, einfach vor jemandem zu trinken und so, feier ich nicht. Ehrenmann auf jeden Fall, dafür echt ein Like da lassen. Ja, Allah, komm von Herzen. Küsst doch nicht Kamera, Fettsack. Ding ist, ich habe übertrieben Hunger, ich habe echt Hunger gerade. Ja? Das ist nur so Phase, wie bei den Kairani, weißt du, aber nur mit Hunger und nicht Hunger. Da ist auch noch ein Asiate. Ja, Burger King ist jetzt. Ja, ich bin der ist sogar auch noch da. Mach so, Digga. Guck mal, richtig Essen-Smiley. Ich schwöre, würde ich jetzt essen, ich würde hier essen. Ich schwöre es dir. All you can eat, immer 5 Euro. Teller voll. Wir hauen nur mal, so viel hauen nur mal bis oben voll wird. Albo holt immer noch einen Teller damit drauf, damit das so hält. Ist ein sonniger Tag, ne? Sonniger Tag, Digga. Oh, da kommt wieder unser Gangster, unser Fameboy. Es gibt Leute, die fasten und arbeiten im Dönerladen. Ja, oder so. Die echt, Respekt dafür. Echt heftiger Wille. Allgemein, die fasten so und arbeiten allgemein, Digga, heftig. Drei Schiffe, ne? Drei Schiffe. Die waren mal auf dem Wasser. Waren auf dem Wasser. Und weißt du, was dann passiert was ist? Was passiert? Sind angekommen. Angekommen. Und jetzt?
Mr. Was sagst du dazu? Kurzes Update, 15:33 Uhr. Hey, was ist los mit dir? Ich chill, Digga. Schließ doch was deiner am Steuer, Digga. Digga, voll müde, voll kaputt. Digga, mein Essen fehlt mir richtig, Mann. Keine Kraft, ne? Ich schwör's dir, ich hab keinen Power mehr. Wir waren jetzt circa 2 Stunden unterwegs und jetzt trennen sich unsere Wege fürs Erste wieder. Ich hab zu Hause auf jeden Fall Besuch. Auf jeden Fall treffen wir uns dann so in 1-2 Stunden oder 3 Stunden treffen wir uns wieder. Wir sehen uns dann später wieder, Ratte. Es ist jetzt 16.12 Uhr. So Leute, ich habe gerade fresh geduscht auf jeden Fall. Meine Haare sehen deshalb so komisch aus. Echt anstrengend auf jeden Fall, ist echt anstrengend. Jetzt chill ich ein bisschen zu Hause. Ich glaube, ich lege mich erstmal eine Stunde hin, denn ich bin echt schlapp. Ohne Essen bin ich echt sehr schlapp. Ich liege jetzt hier im Bett und gucke mir vielleicht, ich glaube, ich gucke ein paar Dokumentationen rein oder so. Und dann sehen wir uns später, wenn ich Aibo wieder abhole. Und dann gegen 10 Uhr ungefähr gibt es endlich Essen und Trinken. Oh mein Gott. Viele denken bestimmt, ja, er kann ja die Kamera ausmachen und essen und trinken. Nein, mache ich nicht. Vertraut mir ruhig, ich mach das wirklich nicht. Das wäre echt scheiße von mir, bin ich ehrlich. Das wäre echt scheiße, wenn ich jetzt Kamera ausmache und trinke, Essen nebenbei und dann einen auf den tue. So, das schockt nicht. Ihr werdet später mein Gesicht sehen, wenn ich das Essen auf dem Tisch steht und das Getränk einfach. Ihr werdet sehen, wie ich so hingucken werde und wie ich das so essen und trinken werde. Ihr werdet sagen, okay, der Typ hat echt die ganze Zeit durchgemacht auf jeden Fall, hat durchgefastet. Ja, Leute, was geht? Es ist jetzt 20.06 Uhr. Wir haben es fast geschafft. Hab so Filme geguckt ganze Zeit und dann mal eingeschlafen, aufgewacht, eingeschlafen, immer so hin und her. Kennt ihr bestimmt. Wir gehen jetzt wieder Aibo abholen. Oh, und dann ist es bald auch soweit. Dann gibt's endlich Essen. Oh mein Gott, ich freue mich so. Du siehst ja richtig tot aus, Digga. Ja, ne? Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße Ulasch, mein Freund. Und wir halten sogar an. Wir halten sogar extra für euch an. Das ist auch cool, ne? Ja, Digga. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall. Mach's gut. Willst du auch einen Schluck, oder? Willst du auch, Bruder? Nimm, such dir was aus. Was willst du? Ich will das hier, ja? Was willst du? Ich will das. Das. Wir haben einen Bus gesehen und sind hierher gesprintet. Nein, extra ausgestiegen oder was? Ja. Nein. Doch. Wollt ihr mal grüßen? Ich grüße Bilal. Ich grüße meine Mutter. Es ist soweit. Ey. Die zwei sind wieder im Efterrausch. Oh. Krieg mich schon mal da. So schwer zurückzuhalten, ohne Witz. Digga, es ist jetzt 38. Ist nicht schlimm? Digga, für mich ist das voll schlimm gerade, ich schwör. Das sind die letzten Sekunden sind immer die schlimmsten. Boah, sind so schlimm, Digga. Ich mein ganzer Mund zu. So. Echt heftig, Digga. Echt. Ja, echt heftig, Digga. 5 Minuten noch? 3 Minuten noch. Eigentlich 2, aber weil seine Familie ja 1 Minute länger macht, muss ich auch 3 machen. Okay, Leute. Komm klar, Digga. Oh, Digga, was ein Gefühl. Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich schwör. Eins muss ich sagen, ich habe jetzt Suppe gegessen. Eigentlich gar nicht so viel, aber das Sättigungsgefühl ist auf jeden Fall schon da, bin ich ganz ehrlich. Digga, das sind auf jeden Fall Portionen, Alter. So, wir haben jetzt gegessen. Das war ein Tag Fasten, das Experiment. Guck mal an, alle, die das durchziehen, ne? Ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor euch. Respekt. Er hat echt gezogen, ich bin ehrlich. Respekt, dass ihr das durchzieht, weil das ist echt heftig. Ich habe heute echt durchgezogen. Ich habe nicht einmal irgendwas getrunken gegessen, einfach durchgezogen. 10.000. Wir haben was vergessen. Was? Eben beim Essen haben wir die 50.000 geknackt. Ah, stimmt, Digga. Wir haben die 50.000 Abonnenten geschafft, eben gerade beim Essen. Heftig. Wir haben circa vor 5 Monaten angefangen mit YouTube und jetzt schon 50.000. 50.000, Alter. Ihr müsst einfach mal denken, das ist ein ganzes Fußballstadion. Ja, wenn ihr uns weiter so unterstützt, dann haben wir auch immer weiter. Ihr müsst genau so bleiben, wie ihr jetzt seid. Also wenn wir 10.000 Likes schaffen, dann fastet Raja noch einen Tag. Okay, wer 10.000 Likes noch einen Tag, versprochen. Okay. Auch mit Hochland. Auch mit Hochland, safe, ja. Okay, 10.000 Likes und 10.000 es gibt einen zweiten Likes Teil. Und zweiter Teil. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.